Hi und willkommen bei Work in Progress. Dieses Mal geht es um meine Erlebnisse beim 35C3 und einen kleinen Ausblick ins Jahr 2019. Viel Spaß! Kurz vor dem Kongress ist mir noch eingefallen, dass ich gerne noch ein paar Leggings mitnehmen würde. Deswegen habe ich mir noch zwei Letzte-Sekunde-Leggings aus übrigem Stoff genäht, von dem Overflower und von dem, was ihr hier seht, was so Platinenmuster hat. Und dann ging's auf nach Leipzig mit dem Zug. An Tag 0, das ist der letzte Aufbautag, also der Tag, an dem noch gar nicht richtig offen ist. Das ist super praktisch, um sein ganzes Zeug schon mal abstellen zu können, sich schon mal einzurichten. Man hängt ja doch an einige Infrastruktur. Zum Beispiel gibt es immer ein kongressweites Decknetz. Das heißt, man registriert sein Telefon, damit man da von außen und im Kongress über so eine bestimmte kurze Nummer erreichbar ist. Oder von außerhalb dann eher über eine lange Nummer erreichbar ist. Und wie ich hier im Video schon seht, ich habe natürlich meinen Stiftplotter mitgenommen, um Sachen zu plotten. Und das habe ich auch reichlich getan über die 4 Tage. Hat hervorragend funktioniert. Hier ist zum Beispiel so Etiketten. Ich habe auch Käfer geplottet, Blumen. Alles ja, an Projekten, die sich so im letzten Jahr eben ergeben haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Leute haben mich nach dem Plotter gefragt. Ich habe viele Sachen verteilt. Ich hatte ja auch noch diese Aktion mit den Floppy Disks. Also mit der Mavica-Kamera, die direkt auf Floppy speichern kann. Das war auch sehr spaßig. Ich habe weniger Floppy-Fotos gemacht, als ich gedacht habe. Es waren vielleicht insgesamt so 30, aber es kam irgendwann eine nette Person vorbei, die mir noch eine ganze Kiste leere Floppies vorbeigebracht hat, mit noch geschlossenen Schachteln tatsächlich, also komplett neue Floppies. Da habe ich jetzt mehr mit wieder nach Hause genommen, als ich überhaupt mitgebracht habe. Mal gucken, was ich damit mache. Aber die verbastle ich sicher noch in irgendwas Nettes. Ansonsten hatte ich noch mein Standard-Setup dabei, also natürlich auch Käfer-Sticker, den kleinen Raspberry Pi mit Bildschirm, wo ein bisschen was drauf läuft, wie das funktioniert. Ja, das, was ich halt bisher eigentlich jetzt immer zu den letzten Veranstaltungen dabei hatte. Und da ist mir schon aufgefallen, also der Axie-Draw ist ja echt top. Und ich habe einen Rollkoffer, wo der gut reinpasst und in die zweite Hälfte der Rollkofferschale passen dann auch Papier und die ganzen anderen Materialien. Das ist schon anstrengend, das alles mitzunehmen. Also ich würde mir für die Zukunft, glaube ich, schon wünschen, irgendwas Kleineres zu haben. Und ich spiele jetzt momentan tatsächlich sehr mit dem Gedanken, mir selber noch mal einen Mini-Stiftplotter zu bauen, der nur vielleicht A6-Format hat und vielleicht im besten Fall über Bluetooth-Wi-Fi funktioniert und über Batterie läuft. Also so maximal portabel, damit ich mir lauter Kabelgedüngel spare. Und vielleicht auch auf so einen riesen Rollkoffer verzichten kann für manche Veranstaltungen. Mal schauen, ob das klappt. Ich habe mir schon eine passende Steuerungsplatine rausgesucht, die mit einer Node MCU mit dem ESP32 funktioniert. Das ist der neuere ESP. Der ist ziemlich flott. Und da gibt es GABL mittlerweile dafür. Also, dass man so Standard G-Code dahin schicken kann. G-Code ist das, was die ganzen 3D-Drucker und viele Bastel-CNC-Fräsen und so sprechen. So der Standard, der sich da etabliert hat. Und das wäre fein, wenn das klappt. Die habe ich mal bestellt. Die kommt jetzt aus den USA. Und dann schaue ich mal, ob ich das hinkriege, so eine Art Mini-Axie-Draw zu bauen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ich hatte ja dann noch meine ganzen Overflower-genähten Sachen dabei. Und habe die fleißig verteilt. Viele Leute haben sich auch bei Twitter zum Beispiel direkt mit Fotos bedankt, dass sie angekommen sind. Und ich habe ja auch ansonsten, also ich habe einfach alles mitgenommen, was ich gemacht habe. Und habe natürlich noch ein paar andere Abnehmer gefunden. Ich habe dann einfach einen Spendentopf hingestellt und dazu geschrieben, was ich mir in etwa vorstelle, was ganz gut wäre, wenn man reinwirft. Und das hat hervorragend funktioniert. Hatte ich auch nicht anders erwartet bei den netten Kongressbesuchern. Ja, da bin ich also auch noch einiges losgeworden. Der Shop ist jetzt relativ leer. Und dann bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen, wo denn überall der Circuit Generator aufgetaucht ist. Und ich habe diverse Tweets gefunden, diverse Schilder. Jemand hat dann auch noch seinen Etikettendrucker angeworfen und da sich 2000 individuell generierte Sticker praktisch rausgelassen. Da habe ich dann auch welche abbekommen. Die wurden dann auch fleißig verteilt. Das war super witzig, weil wir praktisch vor Ort noch das Skript so umgebaut haben, dass man die auch serverseitig generieren kann. Aber ansonsten müsste man ja immer von der Website jedes Mal auf Generieren klicken und sich was runterspeichern. Das dauert ewig. Genau, deswegen kleines neues Skript. Genau, ansonsten, wie gesagt, auf vielen Schildern habe ich es entdeckt. Dafür war es ja natürlich auch genau gedacht. Also das hat mich sehr gefreut.
und C3-Sign-Team, das sich eben gerade um Schilder kümmert, hat sich eigene T-Shirts gesiebdruckt, die super hübsch geworden sind. Und dann zum Beispiel gab es noch auf einer Beamer-Leinwand, da wurden ganz viele Sachen angezeigt, aber unter anderem gab es eine Reihe von irgendwie Frauen in IT und Technik, und das seht ihr hier. Und da wurde eben auch auf dem Generator offensichtlich die Hintergrunddeko generiert. Was ich auch noch gefunden habe, ist die Chaos-West-Bühne. Es gibt praktisch die großen Bühnen, wo Leute Vorträge halten. Das sind wirklich sehr große Bühnen. Und dann gibt es noch so kleinere Nebenbühnen. Und die größte der kleinen Nebenbühnen war die Chaos-West-Bühne. Und die haben sich offensichtlich auch ganz gut am Generator bedient, was mich sehr gefreut hat, als ich vorbeigelaufen bin. Es gibt nämlich offensichtlich hier einmal dieses Hintergrundbild und dann noch so eine Wobbly-Animation, die manchmal lief. Die habe ich auch noch gefunden. Die sieht auch sehr danach aus, als wäre sie aus dem Generator gekommen. T-Shirts von mir habe ich auch ein paar gespottet. Hier einmal Beatlespot-T-Shirts, was ich sehr süß finde. Und tatsächlich auch nochmal Speaker auf der Bühne mit dem Maker-T-Shirt. Was auch ganz witzig war, weil ich das einfach beim Durchscrollen der Talks spontan entdeckt habe. Und ich habe ganz viele Sachen mit heimgenommen. Jugendtakt hat Sticker gemacht. Ich habe ein Badge geschenkt bekommen von einem Freund, der hat die produzieren lassen. Ganz kleine Auflage. Und man sieht's, wenn man so gegen das Licht hält, ungefähr, wenn die Kamera auch scharf stellt, da ist vom Generator ein ganz kleines Bildchen so eingeprägt hinterlegt und da steht Encrypted Memories noch drin. Da habe ich jetzt abbekommen. Das ist super cool. Und ansonsten natürlich noch ganz viel Sticker und Postkarten. Und Postkarten waren ja der ursprüngliche Grund, warum ich den Generator geschrieben hatte. Da wurde ich ja angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, was Generatives für den Kongress, für das Post Office zu machen. Und ja, dann wurden auch zwei gedruckt und die Sticker mit den Delivering Memories. Und ich habe auch Postkarten bekommen, voll gut. Und es gab aber auch sehr schöne andere Postkarten, zum Beispiel die beiden hier. Da habe ich mir auch welche mitgenommen. Also insgesamt kann man sagen, der Generator kam schon sehr gut an, finde ich. Also ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich irgendwas entdeckt habe, und ich habe wirklich viel entdeckt. Und wenn wir schon bei Talks sind, ich habe natürlich auch ein bisschen selber was erzählt, nämlich einmal natürlich, wer hätte es gedacht, über Generative Art. Das könnt ihr euch angucken, das verlinke ich unter dem Video. Und dann habe ich noch mit meinem Kumpel Blinri, der heißt Sebastian sonst, zusammen auch einen kleinen Talk gehalten. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Der heißt Operation Mindfuck. Und diesmal ist das eben der zweite, deswegen heißt der Volume 2. Und wir sprechen über, Kunst und Kuriositäten aus dem Tech-Umfeld. Und hier hat er zum Beispiel eine Schrift vorgestellt oder einen Font, der heißt Dotsies. Das ist ein bisschen wie, man könnte sich das vorstellen, wie die Blindenschrift. Also man kodiert Buchstaben in Punkte oder Punktanordnungen. Und bei Dotsies ist das ganz witzig, weil es sich in dem Fall natürlich schon an Sehende richtet und die Schrift sehr, sehr kompakt wird und man das dann super... Ja, man ist schneller im Lesen und die Schrift verbraucht weniger Platz. Das ist ziemlich witzig und man kann das recht zügig lernen. Die Website hat da eine sehr schöne Anleitung dafür. Und bei meiner Rückfahrt hatte ich ganze 5 Stunden Verspätung, danke Deutsche Bahn, und saß sehr viel rum und habe mir da dann Dotsies mal beigebracht zu lesen. Das hat, glaube ich, so 1,5 Stunden gedauert oder 2, dieses ganze Tutorial von der Webseite durchzuarbeiten. Und es ist super witzig, weil das sehr schön gemacht ist, weil praktisch die Schrift von unserer Standardfont in Dotsies nach und nach umgewandelt wird. Also man lernt das so nach und nach zu lesen. Das war eine sehr witzige Erfahrung. Kann ich euch empfehlen. Und ich kann euch natürlich den Talk empfehlen. Deswegen auch Link unter dem Video. Ja, und so als Resümee zum Kongress war natürlich wieder eine hervorragende Veranstaltung. Das geht 4 Tage. Das ist sehr anstrengend auch, finde ich. Ich habe mich mit super vielen Leuten unterhalten, was sehr viel Spaß gemacht hat. Viele kamen vorbei und haben sich das angeguckt, weil sie es auch auf Twitter gesehen haben, dass ich da Sachen plotte. Und wir haben uns viel über Stiftplotter unterhalten, über generative Sachen. Mein Generative Art Talk kam, glaube ich, auch recht gut an. Zumindest haben mich sehr viele danach noch angesprochen. Ja, hat Spaß gemacht, jederzeit wieder. Also Kongress macht einfach immer Spaß. Was mir nur aufgefallen ist, dadurch, dass ich den Plotter dabei hatte und ich den praktisch immer neu befüllen muss, stehe ich halt dann auch die ganze Zeit an diesem Tisch und ich komme selber gar nicht richtig weg. Und das fand ich dieses Jahr sehr schade. Und ich weiß noch nicht, wie ich das besser machen kann.
Also eigentlich müsste ich deinen Plotter mit mir herumtragen und rumlaufen, aber das ist natürlich auch Quatsch. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, ich muss mir einfach vornehmen, nicht dauernd den Plotter anzuschmeißen und dann halt auch mal Leute praktisch, ja, für Leute nicht verfügbar zu sein, die sich das angucken wollten oder so. Weil sonst erlebe ich halt selber den Kongress nicht und das ist halt schon schade. Ja, das nehme ich mir, glaube ich, für die nächsten Veranstaltungen vor. Ja, und dann war das Jahr halt auch schon wieder vorbei. Interessante Erfahrung, die Work in Progress mache ich jetzt ja auch seit August, also ein halbes Jahr in etwa, und finde, dass mir das viel bringt, weil ich für mich selber immer so ein Resümee ziehen kann, was ich gemacht habe in den letzten 2 Wochen. Und oft vergisst man das halt auch sehr schnell wieder oder merkt gar nicht, dass man doch sehr viel gemacht hat. Also ich hatte einfach echt Wochen, wo ich dachte so, boah, da ist eigentlich ist nichts passiert. Und dann sammle ich dann so Sonntagnachmittag zusammen, was ich gemacht habe. Und dann werden es halt trotzdem 15 Minuten Video oder so. Es ist schon ganz spannend, dass man sich das einfach mal ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mehr bewusst macht, was man eigentlich so tut die ganze Zeit. Und ansonsten, nächstes Jahr wird, glaube ich, sehr spannend. Ich habe jetzt nach dem Kongress noch Anfragen für Podcasts bekommen. Mal gucken. Ich habe noch nie in anderen... Nee, stimmt nicht. Ich habe schon in anderen Podcasts gesprochen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das wird jetzt trotzdem anders, weil manche, glaube ich, über Skype laufen. Man sitzt halt nicht wirklich jemandem gegenüber, sondern telefoniert eher. Mal gucken, wie das wird. Keine Ahnung. Und ich habe noch Anfragen für den Beatles-Spot bekommen, dass man den vielleicht mal wo ausstellt. Deswegen baue ich da jetzt gerade so eine interaktive Version, wo man praktisch selber sich entlanghangeln kann und sich seinen eigenen Lieblingskäfer nach und nach klickt durch so eine Art Evolutionsvorgehen, dass man halt immer sagt, welcher einem am besten gefällt und dann bekommt man neue Käfer angezeigt, die so ähnlich sind wie der, die man gerade hat oder hatte. Und dann soll da noch ein MIDI-Controller dran. Das kann Chrome zum Beispiel mittlerweile nativ das MIDI-Befehle auslesen. Das heißt, man hat Drehknöpfe oder so und kann damit bestimmte Parameter noch ändern, die Flügellänge oder so. Naja, das bastel ich jetzt zusammen und guck mal, ob das klappt und vielleicht wird das dann wo ausgestellt. Ja, und ansonsten hoffe ich eigentlich, dass das nächste Jahr ähnlich gut wird wie die zweite Hälfte vom letzten Jahr. Die war nämlich wirklich super gut. Und ich bin gespannt. Ich habe ja eigentlich vor, wieder doch in die Forschung zurückzugehen. Das zeigt sich jetzt dann auch, ob das klappt oder nicht. Wäre beides gut. Also ich bin sowohl froh, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, bin ich jetzt auch nicht super traurig, weil ich glaube, dass ich genug Varianten habe, mich auch so auszuleben, auch hier mit Bastelprojekten. Und ich möchte eigentlich auch gern im kommenden Jahr wieder ein bisschen mehr mit Hardware machen. Ich habe jetzt fast nur programmiert, sehr wenig Hardware-Sachen wirklich gemacht. Gerne mal wieder die CNC-Fräse anwerfen, da bin ich auch nur dazu gekommen. Deswegen, ja, ich habe sehr viele spannende Ideen mitgebracht vom Kongress und hoffe, dass ich die jetzt dann alle schnell umsetzen kann. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit zwischen den Jahren, also Weihnachten und Neujahr, und habt auch einen guten Start ins neue Jahr, und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, ciao, ciao!